So, wie viele Möglichkeiten hat man im Jahr 2020, Menschen kennenzulernen? Ist ja erstmal ein bisschen weniger geworden, weil man nicht so raus konnte. Also was hat man gemacht? Links swipen, rechts swipen und hoffen, dass da einer anbeißt. Trifft man sich vielleicht heimlich. Jetzt kommt's. Beim Wandern kann man jetzt auch Mr. oder Mrs. Right kennenlernen. Kein Witz. Single wandern. Finde ich gut. Mädels! Mal bitte Hände hoch, ich muss mal durchzählen wegen dem Verhältnis. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 14 Frauen, 21 Männer und alle haben sie nur ein Ziel. Sie wollen die große Liebe finden. Seit 4 Monaten gibt es die Single-Wandergruppe aus Dresden schon. Und jede Woche kommen mehr Liebeshungrige dazu. Denn es hat sich herumgesprochen, dass auf der allwöchentlichen Wanderroute nur die Liebe zählt. Zur Vorbereitung wird ein bisschen Mut angetrunken und wer trotzdem noch schüchtern ist, für den haben die Organisatoren auch das passende Flirt-Shirt dabei. Single-Wandergruppe, willst du mit mir gehen? Ja, nein oder 30 Tage kostenlos testen? Genug der Einführung. Der Tross einsamer Herzen setzt sich in Bewegung, angeführt von den Organisatoren Christiane und Andreas, der bisher eher erfolglos im Netz nach der großen Liebe gesucht hat. Ich habe nur schlechte Erfahrungen gemacht. Ich bin voluminös. Und da hast du auf solchen Plattformen keine Chance. Weil das ist ja wie so ein Katalog. Ja? Die sagen auch, der dicke Nähe weg. Bei den insgesamt 14 Wanderungen hat Andreas bisher zwar auch noch nicht seine Traumfrau gefunden, aber es soll das ein oder andere Pärchen geben, was sich hier schon gefunden hat. Und unter diesen lustigen Sachsen ist auch für jeden was dabei. Die Teilnehmer sind zwischen 18 und 58 Jahren. Wir kommen also hierher, ja, treffen uns, lernen uns real kennen. Und ich sehe hier Frau Schleicher, die ist auch Single. Ja. Ja, sieht ganz gut aus. Und die hat auch was im Kopf. Also wenn man sie jetzt so sieht, erkennt man das nie sofort. Aber dann, wenn man sie kennenlernt. Ja. Wenn man sie kennenlernt, nein, das war doch ein Lob. Ja. Und es dauert gar nicht lange. Da entdecken wir die erste Pärchenbildung. Oder was wird das hier? Wir wandern immer zusammen. Und oft. Ich quatsche über Gott und die Welt. Wie siehst du das denn, Roy? Soll ich mir die Ohren zuhalten? Ja, bitte. Kannst du gerne machen. Was, zur Kathleen? Ich geh von weg. Du kannst frei sprechen. Oh, da haben wir wohl in ein Schmetterlingsnest gestochen. Ich glaub, da hab ich ganz schön verlegen gemacht. Sorry, war keine Absicht. Und jetzt mal Spaß beiseite. Wandern klingt für manchen vielleicht etwas altmodisch, ist aber ein wahrer Flirt-Booster. Warum ausgerechnet wandern? Also ins Kino brauche ich nicht gehen, ins Theater auch nicht, da kann ich mich ja nicht kennenlernen. Da muss ich irgendwo hingucken und dann applaudieren für das, was die da vorne machen. Aber beim Wandern, man läuft nebeneinander her, kommt ins Gespräch, ja, und kann sich gegenseitig abchecken, ob es vielleicht was ist. Ne? Also deswegen wandern. Und die bis zu 50 Singles, die hier jede Woche dabei sind, haben auf der 4 Stunden langen Wanderung genug Gelegenheiten, um sich abzuchecken und nebenbei die schöne Aussicht zu genießen. Bezahlen müssen sie für diesen Ausflug übrigens nichts. Noch nicht ganz im 7. Himmel, aber vielleicht kurz davor sind diese beiden Single-Wanderer. Haben sich jetzt zwei kennengelernt? Ja, gerade eben. Also, war eine Stunde. Wir haben es noch nicht mal vorgestellt, stimmt. Heike. Heiko. Na, da. Passt. Jetzt kennen die beiden schon mal ihren Namen. Nach 2 Stunden ist Mittagsrast. Zeit für noch intensivere Gespräche. Vor allem am Tisch von Heike und Heiko wird weiter getortet. Wie ist der Stand? Wir haben sehr viel voneinander erfahren. Über Vorlieben, Reisen. Alles, was so. Und im Fernsehen hätten wir nie unsere Vornamen ausgetauscht. Genau. Also, es kann, selbst in unserem Alter kann es passieren, es ist sofort da. Aber es kann eben auch dauern. Oder es kann nie passieren. Na, wir sind gespannt. Vor den einsamen Herzen liegen jetzt noch mal 5 Kilometer Rückweg, auf dem sich vielleicht entscheidet, ob man sich wieder sieht. Vielleicht ja beim nächsten Single-Wandern in einer Woche.